Ich dachte, dein neuer Song ist ein April-Scherz. Der Tanz und der Gesang waren so schlecht. Sorry. Sag mir, ob du schläfst oder ist es sonst okay, ja. Sag mir, ob du schläfst oder. Ich bin schon wieder an dem Ort, wo ich dich Samstag traf. Alles hier ist scheiße, diese Mädels sind zu brav. Shots sind heute umsonst, zumindest gebe ich heute nichts aus. Doch ich will nur dich, kann schon sein, ich verlauf mich heute noch zu dir, Kasperstraße 4. Gib mir nur ein Zeichen, ich gehört Abend dir. Haben zwar nie in der Tasse, auch nicht weit von hier. Und ich frage nicht den Taximann, ob er mich noch kutschiert. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt. Der eine dreht sich nur im Kreis, der andere tanzt im Dreieck. Laber mich nicht voll, scheiße, kill mal nicht mein Vibe jetzt. Gedanken sind bei dir, aber reicht nicht für verliebt. Falls du schläfst, bin ich Teil von deinen Dreams. Eine letzte Kippe, der Fahrer fragt, wo lang. Ich kann nicht mal bis 13, wo fang ich an? Sollte hier schon passen, halt da vorne am Straßenrand. Ich warte noch auf eine Antwort, weil ich's dann erst sagen. Sag mir, ob du schläfst. Das war's mit der konstruktiven Kritik. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ihr fragt euch, was das ist in meinem Gesicht. Es ist eine Maske. Eine Anti-Mitesser-Maske oder keine Ahnung, wie das richtig heißt. Aber super für Leute mit riesen Poren auf der Nase und ich zähle darunter. Ist aber scheißegal, denn ich habe eine Folge zugeschickt bekommen mit dem Kommentar: Lass dich einfach überraschen von der Folge. Deshalb gucken wir rein. Schnackeln, fackeln, nicht lang um den heißen Brei. Ja, Link zu RTL Plus in der Beschreibung. Und wie immer, jeden Tag 14 Uhr hier ein neues Video. Deshalb abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und das hier nehmen wir einfach in. Nach 10 Minuten nehmen wir das dann gemeinsam hier runter, ne? Super. Let's go. Ich bin Damaris, 27, komme aus Essen. Ja, Damaris ist ein griechischer Name. Allerdings weiß ich auch nicht, meine Eltern, glaube ich, haben einfach einen schlechten Tag gehabt. Ich bin ganz langweilig Deutsche. Hallo. Hallo. Wir bleiben mal stehen. Sie sieht aus wie eine Schauspielerin. Sie könnte so bei Soho Leipzig Ermittlerin sein. Wisst ihr, was ich meine? Bist du Damaris? Ja, das bin ich. Das ist ein sehr schöner Name. Dankeschön. Ja, Damaris hat eine Bedeutung. Die gängigste ist die Geliebte. Passe ich ja ganz gut hier rein. Du bist ganz schön tough, oder? Ja, ein bisschen vielleicht, ja. Ja? Eher tough als nicht tough wahrscheinlich, ja. Bereitet das. Und sie hat auch so eine Stimme, diese Stimmlage von einer Frau, die weiß, was die will. Dieses Kratzige in der Stimme. So, wisst ihr, was ich meine? Diese Frau, die dem Mann eine Ansage macht, nicht andersrum. Immer in der Männerwelt? Bei den richtigen Männern nicht, nee. Aber. Ja, bei den falschen schon, ja, ist richtig. Was muss kommen jetzt, um dass du glücklich bist? Jemand, mit dem ich mich gut unterhalten kann, der vielleicht auch tough ist, wie du gesagt hast. Sportlich ist mir wichtig, weil ich selber sportlich bin. Ja, hübsches Gesicht, aber auch das ist ja irgendwie Definitionssache. Ein gepflegtes Äußeres. Was machst du? Ich bin Berufsreiterin, hab eine Reitschule. Muss er reiten? Nein. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Aber wo sie, jetzt, wo sie es sagt, check ich's. Ich sehe sie in diesen Reitstiefeln und so. Aber habe ich gar nicht erwartet. Am liebsten wäre mir, wenn er nicht reitet. Weil das ist so ein Thema, das ist eher mein Bereich dann. Ja. Geh mal in die Fahrt, du bist mir. Sie teilt nicht gerne ihr Hobby, das ist auch krass. Also ich würde mich freuen, wenn meine zukünftige mit mir Shisha rauchen geht jeden Tag. Ah, Dankeschön, Dito. Spaß, Leute, die Zeiten sind vorbei. Der 16-jährige Cedric, damals, ich fand das wirklich, ne, wo ich Shisha für mich entdeckt habe. Ich fand es wirklich attraktiv, wenn ein Mädchen ringen konnte und so. Ja. Ja. Ist er bei Magic Mike gelandet oder was? Julian, ich bin 27 Jahre, komme aus Hannover, gelernter Krankenpfleger und ja. Warte mal.
Entweder das ist ein Influencer oder der war bei irgendeiner Temptation Island oder so als Verführer dabei. Ich kenne ihn auf jeden Fall, 100 Pro, und der hieß auch Julian. Egal, der wird gleich erzählen, was der... Ach nee, da steht Gesundheitscoach, arbeitet der. Wir machen jetzt einen Versuch, einen Versuch. Da ist er, ich schwöre, ich wusste es. Der Strippende, guck mal hier, Dating Coach. Das ist der doch, das ist der Gesundheitscoach. Damals war er Gesundheitscoach, jetzt ist er Dating Coach. Aber das ist der Leute. Oh, Leute, ich bin so gut, ich komme nicht klar. Mittlerweile Gesundheitscoach und Stripper seit 7 Jahren. Ah. Ja. Schreibt mal in die Kommentare bitte, ob Stripper für euch eine Red Flag wäre. Weil Stripper ist ja nicht, also man gibt ja nicht alles her, ne, sag ich jetzt mal. Aber es ist trotzdem schon der, man spielt mit dem Feuer. Ich glaube, dass sehr, sehr viele das, da was dagegen hätten, wenn der Boyfriend Stripper wäre. Auch wenn er nur auf so Ü50 Geburtstage gebucht wird, ist scheißegal. Am Ende des Tages, ich glaube, die Meinungen spalten. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Oh, Hallöchen. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Weißt du, was mich schockiert? Die Mädels sagen, oh. Und du sagst auch, oh. Ladies, Finger weg, ja? Alles klar. Julian. Bitte. Ich darf schon. Hey, cool. Hi. Julian, hi. Ja, gut, dass ich die hohen Schuhe nicht angezogen habe, aber... Passt, sagst du. Passt, oder? Der erste Eindruck ist super, also... Sie macht so ein bisschen auf cool, so... wisst ihr, wie ich meine? Die so, hey, ja, cool, darf ich? Ja, hi, Damaris. Hoi, ja, passt, ne? Tolles Aussehen, guter Body. Im ersten Moment wirkt sie auf mich sehr selbstsicher, sehr selbstbewusst, hat eine selbstsichere Art, eine krasse Ausstrahlung. War gleich klar, dass der auch weiß, was er will und dass wir uns zumindest oberflächlich auf jeden Fall gut verstehen werden. Ich hoffe, dass dann du mit Reiten nichts zu tun hast. Ja, genau, das müssen wir jetzt einmal kurz klären, sonst können wir das direkt hier. Ja, nochmal mit was zu tun? Mit Reiten. Mit Reiten? Ja, ja, mit Reiten habe ich leider doch was zu tun, ja. Oh. Aber nur im Schlafzimmer. Ich habe mit Pferden Fotos gemacht. Du hast mit Pferden angezogen schon. Ja, ich war halb angezogen. Ja, dass das Pferd nicht angezogen war, dachte ich mir schon. Ja. Es gibt einfach Wirtkalender für Pferdemädchen, ne? Das ist geisteskrank. Ich wusste das nicht. Ein Stallburschenkalender. Damit auch die Pferdemädchen morgens hier ein bisschen was zu gucken haben. Wahrscheinlich hat die den Kalender zu Hause. Findet die aber erst später heraus, dass er das war. Ich komm nicht klar, Digga. Stell dir mal vor, ihr kriegt eine Anfrage für Shooting. So, ja, cool, eigentlich cool. Summe passt auch. Um was geht's denn? Ja, du musst nackt mit Pferden shooten, weil wir haben so einen Kalender für so horny Pferdemädchen. Die brauchen das halt. Ja, geil, mache ich. Bin voll dabei. Nochmal, Joel? Julian. Julian, okay. Ja. Aus Hannover. 27 Jahre alt. So alt wie ich. Gelernter Krankenpfleger. Ach, wer hätte ich jetzt nicht so vermutet? Ja, man denkt optisch vielleicht eher Personal Coach. Mhm. Geht jetzt auch in die Richtung Gesundheitscoach mittlerweile. Nebenberuflich Stripper. Ach, krass. Weil er optisch stabil aussieht, muss er Coach sein, sagst du? Leute, ich habe sehr viele Probleme mit Coaches. Ich sag's euch ganz ehrlich. Kurz und knapp, ein kleines Statement von mir. Das Problem bei einem Coach ist, jeder kann sich Coach nennen, ohne eine Ausbildung zu haben oder ohne Fachwissen zu haben. Deshalb, es gibt Finanzcoaches, es gibt Gesundheitscoaches, es gibt Ernährungscoaches, es gibt bla bla bla. Und das sind alles Leute, die ein Buch gelesen haben und gesagt haben, oh, also nicht alles, sorry, ihr wisst, was ich meine. Vieles davon sind Leute, die ein Buch gelesen haben und gesehen haben, oh, man kann ja damit Geld verdienen, indem man einfach Leuten das erzählt, was in diesem Buch steht. Ich biete das mal an, einen Kurs für 2000 Euro das Wochenende. Und dann sind sie Coaches. Ich halte immer sehr wenig von solchen Sachen. Also ich gucke da immer mit zwei Augen drauf, ne? Cool. Und, ja. Ich finde gut, dass er strippt. Heißt, dass er sich bewegen kann, dass er keine Angst hat, irgendwie vor Leuten aufzutreten. Hannover bin ich oft. Tatsächlich? Tatsächlich. Cool. Also ich bin Berufsreiterin im Moment. Ach echt? Mhm. Cool. Das heißt, sitze auf dem Pferd, habe eine Reitschule noch zusätzlich. Ja. Ich habe diesen Begriff Berufsreiterin noch nie vorher gehört. Noch nie. Ich finde es krass, weil es klingt irgendwie cringe. Gibt's nicht ein cooleres Wort? Ich bin professionelle Reiterin. Und ich würde einfach sagen, ich habe eine Reitschule, Digga. Ist doch cooler als Berufsreiterin. Das klingt irgendwie komisch. Und fahr da unsere Kunden besuchen. Okay. Genau, und da bin ich oft in Hannover, also einmal die Woche. Cool. Immer montags. Ja, das ist ja perfekt. Läuft bei uns.
läuft bei uns. Ja gut, das war 2019. Wir lassen das durchgehen. Wäre das jetzt 2024 das Date, dann würde ich kurz die rote Flagge schwingen. Meine Art und Weise, wie ich bin, hat sicher auch was damit zu tun, einen gewissen Abstand erstmal aufzubauen, also einen gewissen Schutzmauer. Und dann ist eben die Frage, ob man im weiteren Verlauf da rauskommt oder nicht, weil das kann natürlich keine Ebene sein, auf der eine Beziehung stattfinden würde. Hopp, hopp, im sanften Trab geht's an den Tisch und möglichst keine Hürden reißen. Darf ich so? Ach, immer, ich bin verliebt. Kann man den auch heiraten, oder? Das macht's euch selbst aus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob sie mich gut findet. Big Cap, Leute. Also ich weiß ja nicht, ob sie mich gut findet. Can please someone pick me? Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Vor allem so, nachdem die tausendmal gesagt hat, oh, du bist ja ultra heiß und kannst, oh mein Gott, kann man den heiraten? Danach die Aussage zu treffen, dass er nicht weiß, ob sie ihn gut findet, ist wirklich hart, Leute, hart. Mir fällt gerade ein, ja. Ich mache Armdrücken. Armdrücken. Armdrücken oder Liegestützenwettbewerb? Ja, okay. Ich passe. Passt. Sehe bei beiden. Ich finde, du könntest jetzt hier aber eigentlich mal Liegestütze machen. Soll ich mal machen? Soll ich mal eine Liegestütze machen? Dann machen wir aber beide eine. Hm? Warte, sie macht Armdrücken und Liegestützenwettbewerbe? Aber wem will sie was beweisen? Ich check's nicht. Sie hat doch einen Reizstall, Digga. Reicht doch. Einen Liegestütz. Macht man ja eigentlich nicht im Restaurant, aber wir machen das jetzt. Komm, hier. Meinst du, wir sind jetzt so hart und machen hier Liegestütze? Wir machen das, komm. Warum ich so dominant bin, das hat sicher was so ein bisschen damit zu tun, wenn man auch Unsicherheiten verstecken möchte in einer ungewohnten Situation wie jetzt. Aber ich bin auch jemand, ich teste einfach gern, wie das Gegenüber damit umgeht. Ich denke, sie will damit einfach testen, wie verrückt ich bin, was ich mich traue und ob ich jemand bin, der nur redet oder auch macht. Sie hat mich herausgefordert, da lasse ich mich natürlich nicht loben. Wir machen aber nur eine. Eine einzige. Eine Liegestütz. Ich wollte eigentlich, dass sie sich noch auf ihn draufsetzt, aber er hat gesagt, das können wir im Restaurant nicht machen. Ja, du setzt dich auf ihn drauf, ich setze mich auf sie drauf. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist so mäßig, low-key für die Cam gerade. Aber ist okay. Leute, mich unterhältst. Ich habe lange nicht mehr gesehen, wie eine Person eine Liegestütze macht. Also das finde ich jetzt besonders toll. Ja, danke. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Na jetzt komm, nicht lang fackeln, mach okay. Fertig da. Okay, pass auf, wir machen Contest, wer mehr schafft. Wir machen keinen Contest, wer mehr schafft. Wer mehr machen, schafft. Okay, ich gehe dann schon mal essen und du kannst rein. Ist das der erste Streit? Mach fertig jetzt. Okay. Ich schaff's nicht mehr. Oh, ich schaff's leider nicht mehr. Boah. Gentleman, oder? Stimmt. Boah, mir kommen die Tränen ein, wie schön. Ich kann nicht mehr. Ich wollte die Dame gewinnen lassen. Hat er gut gemacht, oder? Hast du gedacht, sie schafft nur eine, oder warum hast du nach einer schon aufgegeben? Ich hätte 20 geschafft. Nein, ich glaube, du hättest etwas weniger geschafft als ich, aber so minimal aber weniger, dass es nicht aufgefallen ist. Ja, komm, wir halten ihn den ganzen Laden um. Irgendwie ist das ein bisschen verrückt hier, oder? Aber das war cool, er war cool. Ja. Also ich hatte es vorher noch nie erlebt, dass eine Frau sowas vorher bei einem Date macht. Wäre krass gewesen, hätte er jetzt gesagt, bei jedem Date mache ich Liegestützenwettbewerb, Bro. Das war für mich eine komplett außergewöhnliche Situation, aber eine witzige Erfahrung. Ich bin ganz irritiert von dir, dass du 27 bist. Ja, wieso, was hast du gedacht? Nee, also 27 und nicht auf den Mund gefallen. Naja. Super mega reflektiert. Und er vorhin im Interview. Also, ich weiß nicht, ob sie mich gut findet. Ja, ich mache sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Beschäftige mich sehr intensiv mit. Ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Ach, krass. Okay, ich zieh das jetzt aus. Du machst mich ganz heiß. Meinst du ganz heiß? Sehr gut. Danke dir. Julian flirtet relativ wenig. Aber er weiß ja auch nicht, ob sie ihn gut findet. Der kann ja gerade nicht einschätzen, ob er sich überhaupt trauen sollte zu flirten. Leute, ich zieh das Ding jetzt ab. Ich mache ASMR. Vielleicht hört ihr die einzelnen Dinger rausfliegen. Oh, das kitzelt. Jetzt sieht meine Nase halt so aus. Ich sag euch ehrlich, es hat schon einige Dinger rausgerissen, aber ich weiß nicht, ob ich das auf die Kamera krieg.
So, für alle, die es zu Hause auch mal machen wollen, liebe Freunde, unbezahlte Werbung. Ich pack's euch natürlich in die Beschreibung. Ich werde es vergessen, aber ich weiß schon ganz genau, dass mich Leute fragen werden. Aber ich habe das auf Amazon gekauft. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung. Ein Amazon-Referral-Link. Mal gucken, wie kaufkräftig ihr seid. Vielleicht kriege ich ja ein paar Prozent abgeschmissen. Vielleicht ist er auch überfordert mit dem, wie ich auf ihn zugehe. Ja, sie ist halt schon ganz schön rangegangen, ne? So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie das Ganze ernst genommen hat oder ob das für sie, weiß ich nicht, war. Just for fun. Dafür, dass er viel Persönlichkeitsentwicklung macht, kann er aber schlecht in Persönlichkeiten reinblicken, ne? Also ich bin mir relativ sicher, dass sie es schon sehr ernst meint, so wie sie ihn geil findet. Aber gut, kann natürlich auch nur sein, sie möchte ihn nur für eine schnelle, heiße Nacht, ne? Kann auch sein. Für eine heiße Nummer. Für eine Runde Strip-Poker spielen. Berufsreiterin Damaris und Nebenberufstripper Julian. Guten Appetit euch beiden. Dankeschön. Dankeschön. Cool. Lass es dir schmecken. Danke, Dito. Was hast du jetzt genommen? Nicht die Zunge, sondern... Doch, die Zunge. So sieht eine Zunge aus. Ich habe die Zunge genommen. Du hast die Zunge genommen, alles klar. Dann teste mal die Zunge, dann teste ich sie auch gleich. Bei so einer verrückten Situation und so einem verrückten Date mache ich einfach was völlig Verrücktes und bestelle mal was, was ich sonst nie bestellen würde. Und das war in dem Fall die Zunge, die sogar zu meinem Verblüffen sehr lecker geschmeckt hat. Die ist echt gut. Möchtest du vielleicht mal probieren? Mhm. Ist das in Ordnung, wenn ich dir meine Gabel gebe? Selbstverständlich, gib mir deine Gabel. Gib mir deine Gabel, du darfst es mir auch in den Mund stecken. Okay, das geht mir jetzt etwas zu schnell. Jetzt stell dich nicht an, komm jetzt. Das geht mir jetzt leider etwas zu schnell. Dann gib mir die Gabel. Okay. Also sagen wir mal so, ich habe ihn heute schon ganz schön auf die Probe gestellt und getestet, wie weit kann ich gehen und hab's oft ja auch absolut. Ich find's krass, dass sie so dieses Date übernimmt, in Anführungsstrichen, obwohl er so viele einfache Möglichkeiten hätte, das zu tun. Aber kann echt sein, dass er der Beobachter ist, ne? Wegen Persönlichkeitscoach halt. Ah, und ihr beobachtet gerade alle das Gleiche, ne? Ich bräuchte eigentlich so einen feuchten Waschlappen oder so. Scheiß drauf, wir gucken das Date zu Ende, dann gehe ich mir mein Gesicht waschen. Spitze getrieben. Er war zumindest augenscheinlich mit keiner Situation komplett überfordert. Ich war völlig überfordert. Ist das geil. Oh. Schmeckt ganz gut, ne? Ist gut, ja. Also meine Zunge klingt jetzt erstmal nicht so sexy. Du bist verdächtig schlagfertig, Madame. Ja, ist das gut oder schlecht? Gut. Ich kann auch ganz lieb sein, wirklich. Man glaubt das jetzt nicht, aber... Wie ist denn deine Liebeseite? Weil ich so ja auch eine Frau, die... Auch mal lieb ist, ne? Ja, natürlich. Also ich bin tatsächlich schon jemand, der... Wie sie instant switcht. Jetzt ist sie richtig diese romantische. Jetzt passt auf. Also ich bin schon jemand, der viele Umarmungen braucht nach einem langen Arbeitstag. Oh. Sich sehr gerne um seinen Partner gekümmert. Mhm. Also ich bin schon jemand, der... Ich koche gerne, ich mache gerne Frühstück. Passt mich da auch sehr meinem Partner irgendwie an. Ich finde, das Gespräch ist teilweise gerade sehr, sehr tiefgründig. Obwohl sie etwas... komisch manchmal ist. Junge, Junge. Er ist halt einfach, er ist cool. Ich mag ihn. Ich verstehe ihn. Ja, alles gut. Und beim Bezahlen? Ich lade dich ein. Ich finde, das macht man so. Vielen Dank. Außer wenn du wirklich dich unter aller Sau verhältst. Und ich sage dir ehrlich, du bist sehr verrückt. Du bist wirklich. Sehr verrückt. Ja, ist richtig. Sehr, sehr verrückt. So richtig schlau bin ich aus Julian nicht geworden, inwieweit der mich für was Ernsteres gut findet oder nicht. Ich kann ihre Art nicht hundertprozentig einschätzen, ob das jetzt authentisch ist gewesen die ganze Zeit oder ob das fake war. Alles gut euch weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Euch auch. Ich danke dir. Ladies first, was ist los mit deinen Manieren? Gentleman, mach's gut. Tschüssi. Tschüss, schön, dass ihr hier wart. Wir finden den Weg. Ihr geht vor und dann rechts. Du willst uns schon wieder verarschen. Ich begleite die Damen natürlich. Orientierung, ich bin blond, hallo. Ja, ich glaube, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube aber nicht, dass er ein zweites Date will. Er hat zu viel in die andere... Richtung geredet, anstatt in dieses, oh, sie hat mir voll gefallen und ich fand sie ja voll hübsch und dies, das, jenes. Hat euch euer Date gefallen? Ja, also ich fand das Date auf jeden Fall außergewöhnlich. Ist geritzt, oder?
zwischen den beiden? Ich habe das Gefühl, dass beide so bedacht darauf waren, sich gut zu präsentieren, dass ich es nicht einschätzen kann. Wird es ein zweites Date geben? Also ich würde auf jeden Fall noch mal mit der Dame gern unter vier Augen reden und mal gucken, ob sie auch außerhalb von Kameras und den ganzen Trouble auch so ist oder was da wirklich hinter steckt. Kann ich so unterschreiben. Wir sollten uns mal im privaten Leben kennenlernen. Definitiv. Definitiv. Also zweites Date. Ja. Zweites Date, ja. Hattest du am Ende trotzdem... Krass, okay. Dann bin ich gespannt, was hier jetzt gleich in dem Abstand kommt. Die wollen sich nochmal sehen? Also ich glaube schon. Ich glaube nämlich auch, ja. Ich glaube auch, dass sie sich nochmal sehen werden. Mhm. Und wenn es nur zum Reiten ist. Ja. Also wir lernen uns jetzt mal kennen, fernab von Kameras und Co. und gucken mal, wie du wirklich drauf bist. Finde ich gut, machen wir. Okay. Komm. Ich glaube auch, da wurde geritten. Aber wir wissen nicht, Reiten ist Definitionssache. Julian und Damaris hatten bereits ein zweites Date. Sie wollen schauen, ob sich ein weiteres Treffen mehr entwickelt. Ja, das ist ja nicht aussagekräftig. Also sie hatten ein zweites Date und wollen ein weiteres Treffen. Das ist schon mal gut. Das heißt vielleicht, nee, er war ja bei Temptation Island. Wann war er denn bei Temptation Island? 2002, ein Jahr später, Ja, das war's mit diesem Video, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe mir jetzt mal mein Gesicht waschen. Ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, denn hier kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues First Date Video für euch und das solltet ihr nicht verpassen. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dahin, haut rein, gönnt euch den Song im Abspann. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erste Woche, perfect match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.